Wir haben ein buntes Programm für Sie zusammengestellt und freuen uns auf jeden Fall, hier heute ganz viele Menschen bei uns mal persönlich begrüßen zu dürfen. Das ist eine ganz schöne Sache und zu dieser Jahreszeit ja auch irgendwie eine wunderbare Abwechslung. Und wir haben hier gerade in unserem Hauptbereich ganz viele Aussteller in Form unseres Leistungsportfolios, sprich medizinische Angebote, Rehabilitation, aber auch in der Akutversorgung. Wir haben hier direkt hinter uns unseren Stand für die Ausbildung und auch das Karriereangebot direkt daneben. Also für uns ist es nämlich auch wichtig, neue Kollegen hier begrüßen zu dürfen, nicht nur neue Patienten und Gäste. Also wir wollen auch aufmerksam machen für uns als attraktiver Arbeitgeber hier in der Region. Wir sind ja auch eine große Familie hier in Bad Bramstedt im Klinikum und da gehören auch die Kinder dazu, deshalb auch da heute ein buntes Programm. Ja, also ich repräsentiere das Department für Kinderorthopädie. Wir machen hier heute einen Stand, wo wir den Kindern ein bisschen spielerisch eine Untersuchung sozusagen zeigen, dass sie also da merken, das ist ganz leicht und dass sie da also sich keine Gedanken machen müssen oder Angst haben müssen oder dass jemand mit einer Spritze kommt, haben wir einen kleinen Gesundheitstest uns überlegt. Und da tragen die Kinder ihren Gesundheitspass noch sogar, haben wir also dann den Namen eingetragen und hinten dran mache ich einige Übungen, die ich tatsächlich auch in der Untersuchung jedes Mal mache. Das bedeutet, die Kinder gehen einmal im Lauf, ich gucke mir das Gangbild an, dann müssen die auf der Zehenspitze gehen, auf ihren Fersen gehen und dann eben auf einem Bein hüpfen. Und da sieht man schon so ein bisschen ganz gut die Koordination und ob sich eine Fähigkeit eben noch nicht ganz ausgebildet hat. Und dann vergleicht man das natürlich mit dem Alter. Wenn jemand nicht auf einem Bein hüpfen kann mit zwei, ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn man im Schulalter ist, dann sollte man schon auf einem Bein gut hüpfen können. Das können wir hier spielerisch schon gut ermitteln, ne? Zum Teil ist es halt eben für unsere Rehabilitanten, die sich bei uns hier stationär im Haus befinden, aber halt eben auch für Kunden im Umfeld, die diese Fitnessklinik hier als öffentliches Fitnessstudio mit nutzen können und dann halt hier tagtäglich, Montag bis Sonntag zum Training auf die Fläche kommen können. Das Besondere daran ist, dass Physiotherapeuten hier auf der Fläche vertreten sind, die für jeden halt eben auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Dann, dass wir halt eben neben den normalen Geräten wie Laufband, die alle sehr hochwertig von Techno-Gym sind, auch unsere Matten-Ecke haben mit Langhanteln, mit Kurzhanteln und halt eben, wie man hier auch sieht, diese Multifunktions-Trainingsgeräte, die Sie halt eben genauso auch mit nutzen können. Wir haben ein extra seit Jahren etabliertes Department für konservative Orthopädie und Schmerztherapie. Das heißt, wir kümmern uns um Patienten, die orthopädische Schmerzen, aber auch chronische und akute Schmerzen haben, haben unterschiedliche Therapiekonzepte aus allen Disziplinen, arbeiten deswegen auch mit allen Departments zusammen, präoperativ, postoperativ, haben auch eine Teilermächtigungssprechstunde, um nur Schmerztherapeuten auch medikamentös zu begleiten oder mit Injektionen ambulant oder eben auch medikamentös zusammen, eventuell sogar mit neuem medizinischen Cannabis, was ich verschreiben darf. Also die komplette Palette einschließlich der Fitnessklinik, also stehen alle Tools zur Verfügung, um dem Schmerzen, aber auch Bewegungsstörung oder Funktionsstörung des Bewegungsapparates entgegenzuwirken. Wir kommen hier von der Firma Ote Kiel. Genau, wir haben hier einen kleinen Laden, eine kleine Filiale. Wir versorgen hier auch im Klinikum genau teils individuell, ganz viel auch konfektioniert. Und der Tag der offenen Tür ist einfach eine super Gelegenheit, um hier mal Präsenz zu zeigen und mal ein bisschen zu erklären, was wir hier überhaupt alles so machen und natürlich auch mit den Ärzten in Kontakt zu treten. Ja, wir freuen uns sehr, dass heute hier am Tag der offenen Tür im Klinikum Bad Bramstedt so ein großer Andrang herrscht, dass das auf so große Resonanz hier stößt. Bei Besuchern, bei Patienten, potenziellen neuen Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben wirklich Großartiges geleistet in den letzten Tagen, um das hier aufzubauen und die einzelnen Fachrichtungen und Fachbereiche vorzustellen. Wirklich großartig gespickt mit buntem Rahmenprogramm und Fachvorträgen. War wirklich schön zu spüren, wie sehr das hier Anklang gefunden hat heute. Ich bin aus Bonn gekommen und war auch überrascht, dass so viel hier los ist und dass es auch so einen Anklang hier findet. Und das mit dem OP-Rundgang, das mache ich, weil meine Kollegin hat ihn ja schon gemacht. Und deswegen gucken wir gleich nochmal.
Ja, wir haben uns natürlich im Detail auch wirklich mal die OPs angucken können. Das Vergnügen hatte ich heute auch erklärt zu bekommen, wie das Ganze technisch und vom Prozess abläuft, wie modern die Operationssäle ausgestattet sind, was ganz toll war, aber das spüren wir ja durchweg, ja, während wir hier im Klinikum nun auch auf inhaltlicher Ebene arbeiten dürfen, wie viel Motivation und Schaffenskraft hier herrscht. Das war wirklich beeindruckend. Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.